Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Mod-Vorstellungsvideo. Und die erste Mod, die wir uns heute anschauen, habt ihr gerade schon gesehen. Das ist eine Mod, die einen neuen Feeder ins Spiel bringt. Mit einem Reh. Oder Hirsch. Gott, ist der schnell. Nochmal Zeitlupe. Die Bewegung sieht schon super aus. Das einzige Problem ist, dass der halt auch Ziegen-Sounds hat. Aber optisch sieht das cool aus. Finde ich ganz schön, dass man mal ein bisschen Abwechslung hat dann bei der Beute. Dieser Futterspender überschreibt übrigens keinen bereits vorhandenen Futterspender, was ich sehr cool finde. Also die beiden Ziegenspender sind noch da. Es gibt hier noch einen zusätzlichen, auch ein Ziegensymbol, der Rothirschfieder. Und wenn man den halt platziert, bekommt man Rothirsche, ganz viele. Na, die machen halt alle leider ein bisschen die Blöken rum, oder wie heißt das? Heißt das Blöken? Ich weiß es gar nicht. Ne, Blöken ist, glaube ich, bei Schafen, oder? Ich weiß gar nicht, machen Ziegen auch Blöken? Ich weiß es nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und die nächste Mod, die ich euch zeigen möchte, bringt ganze 53 neue Deko-Objekte ins Spiel. Und zwar passend zu Jurassic World. Die findet ihr hier. Ab hier geht's los. Der Kothaufen ist das letzte, was noch regulär im Spiel ist. Und hier haben wir als erstes ein paar Dino-Skelette. Das hier ist sogar der Apato. Den gibt's auch original im Spiel. Das hier ist der Original aus dem Spiel. Und das ist der aus der Mod. Hat ein bisschen eine andere Pose und das Skelett ist ein bisschen anders. Aber es ist natürlich schön, der Auswahl zu haben. Ich mache den aber mal wieder weg, weil der gehört ja nicht zur Mod. Wir platzieren jetzt mal die Mod-Objekte. Das hier ist ein Edmontosaurus. Dann haben wir einen Parasaurolophus. Ein Pteranodon. Stegosaurus. Tyrannosaurus Rex. Triceratops. Und ein Velociraptor. Die sehen echt gut aus. Solche Skelette finde ich immer cool für den Park. Am coolsten wäre es natürlich, wenn man da alle Spezies hätte, die es im Spiel gibt. Dann könnte man noch so ein kleines Dinosauriermuseum oder sowas machen. Aber die sehen schon alle echt gut aus. Aber wir haben noch mehr. Nämlich die klassische goldene T-Rex-Statue. Die kennt man ja auch. Die glänzt auch richtig schön. Steht sogar ein Text drauf, den man gut lesen kann. Und als nächstes haben wir einmal so ein Bernstein-Ding mit einem Moskito drin. Gucken wir uns gleich auch an. Dann gibt es einmal den T-Rex-Schädel hier als Skelett. Das gibt es ja sonst nur im Spiel als... oder mit einem Spinosaurus-Kopf. Oh, das ist ein Riesenmoskito. Okay, krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich sehe es gerade auch zum ersten Mal. Dann haben wir als nächstes eine Bank. Ich weiß gar nicht, ob die funktioniert. Ja, die funktioniert. Guck mal. Das ist cool. Wenn halt dann random Leute drauf generiert. Dann haben wir Mülleimer. Auch passend dazu. Sowas fehlt ja allgemein sowieso noch im Spiel. Und ich finde das Bankdesign sehr gut. Relativ schlicht, aber passt super in den Park. Und dass die halt funktionieren, finde ich richtig gut. Dann haben wir als nächstes hier noch Springbrunnen. Die platziere ich auch mal alle, dann gucken wir uns die an. Oh, die finde ich auch gut hier. Die drei leeren. Kann man dann selber gestalten. Auch mit so Paraköpfen. Dann hier ein Mosasaurus, der gerade einen... ja, wie heißt der denn jetzt gerade? Fällt mir der Name nicht. Ein Plesio. Snackt. Dann haben wir hier noch so leere. Die kann man dann selber designen. Zum Beispiel mit den Skeletten hier draufpacken mit Mods. Das finde ich auch sehr gut. Das hat mir immer gefehlt. Man kann ja auch dann eigene Büsche und sowas oder Bäume hier rein platzieren in die Mitte. Dann haben wir noch ein Jurassic World Schild. Dann ein Jurassic World Ballon. Und dann haben wir so ein paar Sonnensegel. Kann man auch gut für so Wegflächen und sowas benutzen.
Wenn dann da der Weg runter unten durchführt, finde ich ganz cool. Aber das kann man auf jeden Fall gut verwenden. Als nächstes haben wir hier auch noch einen großen Schirm für so Plazas oder sowas. Finde ich auch sehr gut. Dann haben wir eine eckige Überdachung auch nochmal. Kann man dann natürlich auch hier so Viewing-Spots selber dann benutzen. Dann macht man hier vielleicht so einen kleinen Zaun vor. Und dann wäre da das Gehege. Kann ich mir schon gut vorstellen. Dann gibt es hier auch noch ein paar Laternen und Lampen. Das sind so kleine Pillar, die beleuchtet sind. Dann haben wir Straßenlaternen. Eine Dreierstraßenlaterne. Und eine mit runden Lampen. Finde ich auch echt gut, die Dinger. Ach, hier ist noch eine. Das ist eine richtige Straßenlaterne. Die ist auch ein bisschen höher. Und die leuchten natürlich auch bei Nacht. Genauso wie hier einige Sachen. Bernstein-Ding leuchtet. Und das Jurassic World-Schild und der Ballon. Und natürlich die Springbrunnen, die leuchten auch. Also nur so ganz leicht. Aber kann man ja auch noch selber anstrahlen mit den Scheinwerfern aus der Lagune. Also da kann man ja zum Beispiel dann einfach hier reingehen. Schnappt man sich so ein Ding. Und kann die mit Mods selber nochmal beleuchten. Also ich kann es jetzt nicht platzieren, weil ich nicht die richtigen Mods installiert habe. Aber es würde gehen. Es gibt auch noch einen Bankautomaten. Und dann ein paar Stände. Oh, da finde ich sehr gut, dass da sogar Leute vorstehen, die auch animiert sind. Aber dann wirken die auch wenigstens belebt, die Stände. Das sind auch einige. Da steht sogar ein Verkäufer drin. Ey, das ist so krass detailliert. Finde ich echt super. Ich finde das richtig gut mit den Leuten, also dass da Besucher vor sind. Hier gibt es auch noch Schilder mit einer Parkkarte drauf. Von Isla Nublar. Das ist ja auch cool. Hier gibt es sogar dieses große Hotelschild, das Werbeschild, was man kennt. Und Innovationscenter-Schild. Unboxing-Phone, da ist sogar Werbung hinten drauf. Ja, das ist auch voll detailliert. Man kann das sogar lesen, wenn man nah genug rangeht. Das ist ja super. Da ist überall Werbung hinten drauf. Oh, ein Schild hatte ich vergessen. Noch mehr Schleichwerbung. Indominus Rex. Bigger, louder, more teeth. Nicht schlecht. Finde ich auch super. Und dann gibt es hier sogar Standing Male Guest. Okay. Ach, und die sind random. Das ist ja cool. Das heißt, man könnte selber eine Besucherschlange zum Beispiel designen. Das ist natürlich nice für die Atmosphäre. Das gibt es nochmal als Bau auch. Ja, cool. Und dann gibt es nochmal Geschlecht random. Ach, das ist sitzend. Okay. Ah, da kann man dann auch selber die Leute irgendwo hinsetzen, wenn man selber irgendwie so Bänke oder sowas bauen möchte. Das ist halt auch komplett random. Ja, wie praktisch. Sieht natürlich jetzt ein bisschen bescheuert aus. Aber es gibt ja auch noch dann so Gäste, die man platzieren kann. Also direkt vorbestimmte. Okay, das ist echt cool. Ich weiß halt nicht, ob die bestimmte Animationen machen oder ob die random sind. Ich glaube, die machen bestimmte Animationen. Das sieht man, glaube ich, auch auf den Bildern hier, oder? Welche Geste die machen. Dann haben wir nochmal eine Schranke. Mit so einem kleinen Türchen. Mit so einem kleinen Häuschen. Dann haben wir ein Restricted Area Schild. Und ein Staff Only, also Mitarbeiter, nur Mitarbeiterschild. Und das war's. Also das ist echt eine Menge. Eine sehr, sehr coole Mod. Ich hoffe, die funktioniert noch, wenn das neue DLC dann raus ist oder das neue Update. Weil die Sachen finde ich schon sehr praktisch. Die würde ich gerne verwenden, wenn ich mal einen Park baue. Die sind echt hübsch. Und so viele praktische Sachen vor allem. Und eine weitere richtig coole Sache gucken wir uns auch noch an. Denn es wurde eine neue Spezies ins Spiel gebracht. Ein Sauropode. Der Amphicoelias. Habe ich noch nie gehört. Ist auf jeden Fall ein riesiger Sauropode, wie ihr sehen könnt.
Der Brachio ist schon winzig dagegen. Der ist gigantisch. Und der hat eine richtig krasse Besonderheit, denn der hat als erste Spezies eine Custom-Animation, also eine von Moddern erstellte Animation. Die müssen wir jetzt mal eben gucken, dass wir die hinbekommen. Oh, ja, ein bisschen verbuggt ist die leider noch. Der rastet da manchmal so ein. Aber der kann sich auf zwei Beine stellen. Fehlt nur noch das Stampfen am Ende, aber die Animation an sich ist schon cool. Und das ist halt so ein kleiner Modding-Durchbruch, weil das die erste Custom-Animation ist. Wenn wir davon natürlich noch mehr kriegen, dann werden die neuen Spezies halt richtig cool werden. Darf halt auch nicht verbuggt sein, das ist ein bisschen doof. Aber das sieht schon heftig aus, oder? Wenn man dann da noch irgendwelche Angreifer oder so macht. Hier nehmen wir mal ein paar Alus. Oh, sind die winzig dagegen, oha. Aber das hat schon was, oder? Das sieht schon cool aus. So, und das soll es jetzt mit den heutigen Mods gewesen sein. Ich werde euch auf jeden Fall alle Mods unten in der Videobeschreibung verlinken. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Schreibt mal in die Kommentare, welche von den drei Mods ihr am coolsten findet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.